Hallo zu einem neuen Video. Heute werde ich ein paar Tipps zu Pivot-Tabellen vorstellen. Ich habe dazu bereits eine Excel-Datei mit einer Pivot-Tabelle erstellt. Beginnen wir mit Tipp Nummer 1. Standardmäßig, nachdem man eine Pivot-Tabelle erstellt hat, erhält man diese Ansicht. Rubrik Nummer 1 ist die Auswahlbox der einzelnen Felder und Rubrik Nummer 2 ist die jeweilige Darstellung der Felder als Filter, Spalte, Zeile oder Wert. Wie ihr seht, sind diese Auswahlbox relativ klein. Jetzt bietet Pivot folgende Möglichkeit an. Ich habe hierzu rechts oben eine weitere Darstellungsmöglichkeit. Standardmäßig, wie eingangs besprochen, ist diese Ansicht gestapelt. Ich kann diese Ansicht aber auf nebeneinander umstellen. Nun, in dieser Ansicht fällt mir die Navigation der Pivot-Tabelle wesentlich einfacher. Tipp Nummer 2. Wenn ich nun ein Feld selektiere, wird automatisch eine Standardbezeichnung übernommen. Hier wird Summe von verwendet. Ich kann aber diese Beschreibung abändern. Dazu selektiere ich diese Zelle und gebe in der Adresszeile meine gewünschte Bezeichnung ein. Bestätige mit Enter. Tipp Nummer 2. Wie ihr seht, ist für dieses Feld kein Zahlenformat hinterlegt. Dazu kann ich bei Klick auf das entsprechende Feld in die Wertfeldeinstellungen gehen und habe hier das Zahlenformat. Ich wähle nun im Zahlenformat mein gewünschtes Format aus. Bestätige mit OK. Somit erhalte ich nun für dieses Feld das entsprechende Zahlenformat. Tipp Nummer 3. Ich kann auch eine Berechnung erstellen. Beispielsweise möchte ich den Gewinn zum Umsatz wissen, sprich die Marge. Dazu muss ich in der Menüleiste auf Pivot-Tabelle Analyse gehen und habe hier die Rubrik Berechnungen und wähle Felder, Elemente und Gruppen und bestätige berechnetes Feld. Es öffnet sich nun eine neue Dialogbox, wo ich im Schritt 1 die Bezeichnung meiner Berechnung eingebe. Die Marge und wähle nun in der Zeile 2 meine entsprechende Formel aus. Dazu gehe ich auf Profit, Feld einfügen, dividiere diese durch den Umsatz, durch Sales. Bestätige mit OK. Nun muss ich noch das Zahlenformat anpassen. Wähle Prozent. Ich habe nun meine
gewünschte Berechnung in Prozent dargestellt. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.